Hallo, wir spielen heute wieder Anno 1701. Ja, wir haben letzte Folge diese Nahrungskette hier gebaut, die jetzt eigentlich auch fertig ist. Ich reiß das hier jetzt eigentlich erstmal ab. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Und ich habe jetzt eigentlich vor, vielleicht mal hier die Insel vom Henriksen zu besiedeln. So, bauen wir es mal so. So. Handelsschiff, ahoi. Okay. Hey, ihr da. Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? Eigentlich nicht. Das haben wir dann schon mal. So, jetzt will ich aber diese Produktion hier. 6, das reicht, glaube ich, für den Anfang. Ja, locker. Wir sind bereit. So, dann machen wir mal noch eine Handelsroute, und zwar von da nach da. Da holen wir uns Parfum, da laden wir es aus. Und das hier ist Poseidon. Also macht das auch die Poseidon. Poseidon. Da, so. Wer ist die Möwe? Möwe war hier irgendwo. Es kann sofort losgehen. Wie ist die Order? Was hatten die für eine Route? Oh, warum haben wir Minus? Das ist nicht gut. Müssen wir nur gleich nochmal nachgucken, wie die Produktion denn immer noch läuft, weil jetzt da mehr Leute da sind, ist das ja wieder komplett anders. So, wir können was Neues bauen anscheinend. Nee, anscheinend nicht. Keine Ahnung. So, die machen wir jetzt nochmal auf grün, dann kommen da auch mehr Leute. Die werden hochgerüstet. So, weil wir brauchen ja wieder Geld für die Königin. Weil die meckert ja sonst wieder rum. So. Ein Besuch bei euch und meine Laune steigt. So, ich pack sie jetzt mal so. Okay. Tja, nun ist es zu spät dafür. So. Okay. Dann hätten wir jetzt gleich auch schon mal 1000. So, da sind die 1000, genau. So möchte ich das. So. Ratten machen sich an ihren Vorräten zu schaffen. Wo denn? Da. Okay. So, das brauche ich nicht mehr. Über meinetwegen. Jetzt kann ich vielleicht noch die Pralinen hier hinpacken. So, und was kann ich jetzt noch verkaufen? Genau. Ein bisschen. Den Diggern. So. Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.